Jo, hi, zurück zu Death Stranding. Wir sind ja hier, letztes Mal haben wir das ganze Zeug hier abgeliefert, hat ein bisschen gedauert mit dem, mit dem Sprit vom Laster. Jetzt gehen wir mal in unsere privaten Gemächer. Okay, der Lieferbot ist auch da. Nice. Ich hätte jetzt gedacht, mein nices neues Mützchen liegt auch hier. Tut's aber nicht. Da hinten auch nicht. Ich würde sagen, wir hauen einfach wieder ab. Wir sollen ja eigentlich Mutti irgendwie in ihrem, genau, suchen Mama in einem Labor auf, okay. Aber das Labor ist ja nicht hier, das ist irgendwo übelst außerhalb, oder? Okay. Haben wir ein Bike oder so, dass wir da hinknattern können? The Garage. Mal gucken. Weil eins steht hier irgendwie noch rum, ne? Das ist Langstrecke. Okay, dann lass uns den mal rausholen. Das gelernt, keine Leerfahrt. Lass uns mal gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen Zeug mitnehmen. Oh, Bot können wir sowieso mal losschicken. Oh, ist angekommen. Ah, es wird ja besser, wenn man ein bisschen aufpasst. Ey, das ist ja schon mal nicht schlecht. Cool, okay. Transporteur, Okay, was ist denn vielleicht nochmal ungefährlich? Das Ding nicht. Da könnt ihr Glück haben, aber es ist sehr weit. Das ist richtig shitty. Das Ding ist vielleicht gar nicht schlecht, ne? 12 Kilo ist zwar nicht die Welt. Na, mach mal. Nichtsdestotrotz können wir auch noch mal ein bisschen was mitnehmen. Wir wollen ja letztendlich irgendwie da rüber, ne? Hat so kurz. 200 Kilo. Auf das Bike passt jetzt natürlich nichts, das ist ätzend. Okay, komm, wir machen eine Leerfahrt. Ist mir auch mal scheißegal. Einfach mal, wenn wir es können. Fahren wir danach wieder hierher, ist okay. So, mein Verständnis, wir müssen eigentlich in die andere Richtung, ne? Also, map-technisch liegt ja das Labor von Mutti. Na komm, muss ich mal scannen, kleinen Moment. Mamas Labor. Okay, komm. Ja, nicht gegen den Pfeiler fahren, du Pfosten. Ich weiß gar nicht mehr, wo das ist, ey. Mamas Labor. Lass mal kurz auf der Map gucken. Das kann ja jetzt nicht so wahnsinnig abgefahren sein. Ist es das hier oder was? Nö. Können wir auch mal wieder hinfahren.
Der alte. Warum sehe ich das denn direkt? Das ist hier wahrscheinlich ganz unten oder was? Und ich habe. Nö. Mamas Labor. Alter, das ist ganz hier unten. Wollt ihr mich verarschen? Na Juti. Okay, da hätte ich ja dann doch ein bisschen was mitnehmen können. Okay, jetzt sind wir unterwegs. Komplett verfahren habe, ist so eigentlich ganz okay, ne? So, und wir müssen zu Mamas Labor. Wo war das hier? Nö, mal ein bisschen reinzoomen. Da können wir erstmal ankommen, das ist in Ordnung, aber Mamas Labor ist da unten. Jo. Okay, also wir kommen erstmal da vorne an, das ist okay. Aufladen hier. So, map-technisch einfach. Oh, das sind ja hier diese bösen Jungs. Oh, hier müssen wir irgendwie durch. So, da unten runter. Das können wir einfach nicht machen. So, mein anderes Moped, das steht hier irgendwo. Hm? Wie sich das in irgendein anderer hier schon gekrallt hat, müsste eigentlich hier drüben noch stehen. So dachte ich zumindest. Da hinten steht's. Ein bisschen geregnet wahrscheinlich.
So, muss ich jetzt hier lang oder da lang? Ich weiß es gar nicht. Ist über das Labor? Ja. Okay, Mikrofon ist vielleicht nicht so gesund, ja, stimmt, okay. Dann regnet es auch. Oh! Alter, wie krass! Oh oh, das wird eng. Einmal neu durchknattern, weil dann immer zu fahren. Oh! Komm her, nicht so gut. Mein schönes Bike, Junge. Ach komm. Ja, haben wir irgendwelche Waffen? Ich weiß es leider nicht. Kurz gucken, was wir dabei haben. Tja, nichts Sinnvolles, ne? Die bringt mal so gar nichts. Ganz wenig auf jeden Fall. Mal so gar nichts, würde ich sagen. Scheiße.
Da sind wir raus. Oh, nice. Puh, Glück gehabt. Was für ein Shit. Ist jemand glücklich? Okay. So, mein nices Bike. Oder ein Bike zumindest da hinten. So, wahrscheinlich nicht meins, ne? Na, gehen wir mal hier rein. Das ist schon nicht so schlecht. Bisschen sicherer. Okay, thank you very much. Einfach mal geklaut. Zurückgelassenes Fahrzeug wurde verstört. Also so ein schönes Bike. Ja. Die Karre ist hier schon ziemlich durch. Ah, Moment mal. Wurde gar nicht zerstört. Also, da steht's doch. Sieht doch noch ganz fresh aus. Ach komm. Genau. So, wo sitzt Mutti? Muss immer scannen. Genau, es ist doch einmal hier um die Brücke rum und dann können wir da doch eigentlich ganz normal durchnehmen. So, Notiz an mich, ich habe überhaupt kein Zeug mit, um mich gegen die zu verteidigen. Und da können wir auch noch ein bisschen helfen. Hier auch. So, lass uns kurz gucken, wo das denn eigentlich gewesen wäre. Das ist jetzt das und ihr Labor ist hier, ne? Das heißt, eben kurz knattern wir dann nochmal rüber. So, kleine Markierung eben nochmal. Von hier nach da. Ne. Dann lässt mich die Map jetzt keine Markierung machen. Weil das vielleicht so ein kurzer Weg ist, dass man es einfach finden muss. Geil gemacht hier. Ja.
Okay, kann das sein, dass ich hier noch nie war? Okay. Oh, Speicherchip-Alarm. Oh, wow. Na bitte. Na bitte, lass uns trotzdem ein Schild hier hinstellen. Okay, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie Dangerus ist oder ob wir da einfach reingehen können. Reingehen. Komischer Laden. Keine Angst, Sam. Sie beißt nicht. Schön, dass du hier bist. Sie hat Hunger. Was zum? So, sie schläft. Sie kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Und ich ihre Mama. Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnung deiner Handschellen an. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Zwei verschiedene Raumzeiten? Das HQ analysiert das genauer.
Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Aber du hast eine Lösung. Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Okay. Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain North City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Vielleicht will die andere Seite sie zurück. Oder aber vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weitergehen. So viel weiß ich. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Dann schlugen die Terroristen zu. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Aber es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Ich weiß nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. In den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben
brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du. Dir sind die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Die ist kalt, oder? Nicht bewegen. So, fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Schwupp und zu. Na gut. Aber Sam, Terminal ist hier trotzdem. Das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen. Na dann. Ich will auch hier nochmal gucken. Sam, dein nächstes Ziel ist es, Marvin Nord City ins Netzwerk einzugliedern. Okay, da oben. Diese Route führt zu einem Wegposten und dann zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Qubit verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Nord City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Nord City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam, ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du 2 Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder? Wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Such einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South Nord City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Deine Entscheidung, behalte die Option einfach im Hinterkopf. Ja, nicht schlecht. Dann lass uns mal das Terminal aufmachen.
Weil wir haben ja noch einen Speicherchip. Hey, sieh mal einer an. Vielen Dank dafür, Sam. Okay. Vielen Dank für deinen Beitrag. Crazy, wir sind sehr schmutzig. Ich glaube, ich muss mal irgendwo duschen gehen. Und ja, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht beim nächsten Mal. Ja? Bis dann, ey. Ciao.